Hi meine Lieben, in diesem Video geht es um das Thema Abpumpen. Wer nicht stillen möchte oder wer nicht stillen kann, so wie ich, weil mein Kleiner immer an der Brust einschläft und beziehungsweise eingeschlafen ist anfangs und er jetzt gelernt hat, aus dem Fläschchen zu trinken und nicht mehr von der Brust trinken kann, der muss halt abpumpen und ich pumpe halt jetzt immer die Milch ab. Ich rate euch von vornherein, holt euch, seid nicht voreilig in der Schwangerschaft und holt euch nicht diese angepriesenen Handmilchpumpen, denn dann pumpt ihr euch dumm und dämlich. Ich denke mir mal, das ist viel zu viel Arbeit, da die ganze Zeit mit der Hand die Arbeit zu erledigen. Sondern wartet ab, bis ihr im Krankenhaus seid. Dort gibt es Milchpumpen, die könnt ihr euch ausleihen. Da bezahlt ihr 50 Euro als Pfand und dann bekommt ihr eine Milchpumpe, die zeige ich euch gleich. Die dürft ihr mit nach Hause nehmen, da bekommt ihr noch ein Köfferchen mit den ganzen Sachen, also mit dem ganzen Zubehör, was dazu gehört, Fläschchen und diese Brustdinger. Ich zeige euch das gleich alles. Und das ist halt eine automatische Milchpumpe und da drückt ihr aufs Knöpfchen und die Arbeit tut sich halt von allein. Und ihr müsst euch halt nicht anstrengen, mit diesem Hebel da die ganze Zeit abzupumpen. So, dann zeige ich euch mal, wie ich das mache. Okay, ich zeige euch jetzt nicht meine blanken Brüste, aber ich zeige euch den Ablauf. Hier könnt ihr einmal meinen besten Freund die Milchpumpe sehen. Die ist von der Marke Medela. Wie gesagt, die bekommt ihr für 50 Euro Pfand vom Krankenhaus ausgeliehen. Dann sind hier diese Schläuche dran. Zwei Stück. Da könnt ihr gleichzeitig an beiden Brüsten abpumpen. So, dann gibt es dazu diese, ich weiß nicht, wie man die nennt. Ich nenne die jetzt einfach mal Brusthütchen. Das kommt dann hier rein, der Schlauch. Und davon gibt es zwei Stück. Das gleiche auch mit dem anderen. Dann sind die hier in den Schläuchen. Und dann, ich mache das jetzt mal mit einem, weil mit zwei ist das hier ein bisschen zu umständlich. Dann gibt es so Fläschchen dazu. Einmal kleine, einmal größere. Die schraubt ihr hier unten auf. So, und dann ist das Ding fertig. So, dann drückt ihr hier auf den Anschalter. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Und dann legt ihr das an die Brust. Ja. Und wie gesagt, es arbeitet von alleine und pumpt dann die Milch ab. Man kann das Ding hier einstellen, ob man das weniger stark haben möchte oder ob man den Sauger stärker einstellen will. Also ich würde den Sauger erstmal anfangs weniger stark einstellen, damit es nicht so viel wehtut an der Brust und mit der Zeit, so nach einer Woche könnt ihr das auch auf ganz, ganz stark einstellen. Muss nicht sein, aber ich mache das zum Beispiel, dann geht das etwas schneller und dann tut das auch nicht mehr weh. So, dazu habe ich immer eine Waschschüssel da und in dieser Waschschüssel befindet sich, ich zeige euch das mal so, immer ein roter Waschlappen, ein blauer Waschlappen, ein normaler Waschlappen, Stilleinlagen und eine Brustwarzensalbe. Und zwar wird das so gemacht, heißes Wasser oder lauwarmes Wasser rein. Den roten Waschlappen weiß ich, dass ich das warme Wasser benutze und beim blauen Waschlappen das kalte Wasser. Und zwar vor dem Abpumpen nehmt ihr den warmen Waschlappen, ich zeige das jetzt einfach mal mit dem blauen, und legt es so an die Brüste. Das stimuliert den
Milch-Einschuss oder Milchschuss, wie heißt das? Milcheinschuss. Also da kommt dann, wird dann mehr Milch halt rauskommen. Und vor dem Abpumpen einmal die Brüste mit der flachen Hand so runterstreichen, damit auch die ganze Milch runterfließt und sich keine Knötchen bilden. Und das könnt ihr auch die ganze Zeit über machen, wenn ihr abpumpt. Also die Brust mit der flachen Hand so runterstreichen. So, wenn ihr fertig seid, könnt ihr entweder Muttermilch auf die Brustwarze tun oder ein bisschen Spucke. Oder ihr benutzt diese Brustwarzensalbe. Ich habe jetzt die von Baby Love. Die ist mit Olivenöl. Könnt ihr auch ein bisschen drauf tun. Danach nehme ich die Stilleinlagen. Ich habe jetzt beide Marken hier. Ich habe einmal die von Lansino. Ihr könnt aber auch die günstigeren von Baby Love nehmen. Ich mache mal eine auf, dann könnt ihr sehen, wie die aussehen. Die sehen so aus. Die kann man hier so aufklappen. Hier ist so Watte. Und hier klebt man das an den BH. Also liegen die dann so auf der Brust, damit da nichts rausläuft. Und der BH halt nicht so schmerzt und an dem Nippel kratzt. Ja, das war so der Ablauf vom Abpumpen. Und ich rate euch, haltet es ein, also haltet die regelmäßigen Abpumpzeiten ein. Und das ist alle 3-4 Stunden. Und bitte, bitte macht das, wenn ihr abpumpen wollt. Weil ich habe das 2 Tage lang nicht eingehalten und meine Milch ist weniger geworden. Ich hatte erstmal mit 50 Milliliter ungefähr angefangen. Dann hatte ich Tage bis zu 100 Milliliter und das war echt super. Es wurde immer mehr. Ja, und dann habe ich angefangen, die Zeiten nicht mehr so einzuhalten und dann ging meine Milch zurück. Und seitdem kriege ich nur noch 30 bis 50 Milliliter zusammen und das ist leider sehr, sehr wenig. Dazu trinke ich jetzt Stilltee, Malzbier und versuche das jetzt wieder hinzukriegen. Ob die Milch jetzt wieder mehr wird oder nicht, das weiß ich leider nicht. Ja, das war das Video zum Abpumpen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir diese gerne stellen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Tschüss!